Ja, Hallöchen zurück. Oh, was war das denn gerade? Ein bisschen aufgehangen. Ich habe so das Gefühl, irgendwie hakt es gerade ein bisschen. Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hatte gesagt in der letzten Folge, wir stehen schon wieder vor dem nächsten Problem, obwohl mir jetzt mittlerweile wieder eingefallen ist, wir haben die Lampe. Wir können doch auch in den Wald. Also, da wo wir vorher nicht weitergekommen sind, weil da auch so, ich schätze mal, die Wölfe mit drin sind. Könnten wir doch jetzt... Oh, er ist sogar noch hier. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwie hakt das so ein bisschen. Da zum Beispiel. Na gut. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten muss ich das Spiel gleich nochmal neu starten. Wir sehen es mal. So, wir werden doch bestimmt gleich angeknurrt hier. Ein bisschen. Wo haben wir denn unsere super, super Lampe? Da. Ja, benutzen. Aha. Im Wald war es viel zu dunkel, um einen weiteren Schritt zu wagen. Alles klar. Und deswegen darf ich Tasche, Lampe. Jetzt geht's. Da hauen sie alle ab hier. Wäre mir doch fast entgangen und wollte schon wieder rumplärren. Ich komme nicht weiter. Aber doch. Oh, guckt mal. Hier ist ein Zettelchen. Ein Arbeitsauftrag. Können wir uns den anschauen? Ein Auftrag für den Brösler. In Ordnung. Wo geht's hier noch weiter hin? Interessant. Ich dachte schon, es geht nicht weiter. Ach was, ein Hörnchen. Aber da passiert ja nichts, ne? So klingt die Stille. Oder heiße Luft, ne? Okay, okay. Also der Weg war jetzt, glaube ich, leider umsonst. Wir können es zumindest mal ausprobieren, aber das Mundstück dürfte hier nicht funktionieren, ne? Falscher Ton. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Horn. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Können wir das auch wieder überspringen, wie das letzte Mal? Ja, nein, natürlich nicht. Lampe und... Schusselis, ihr Lieben. Warum leuchtet das hier? Achso, das war ja noch mit dem Papier. Ach, knurrt doch nicht so rum. Ich bin auch gleich schon wieder weg, dann habt ihr die ganze... Dunkelheit wieder für euch alleine. Ja, Wulfis. So. Wir haben den Arbeitsauftrag, dann gehen wir zurück. Also, ich habe mir mal eine Liste aufgeschrieben, bevor ich angefangen habe, weil wir brauchen noch Rosinen für dieses komische Getränk, Hypnose-Ding. Wir müssen Triumph befreien, obwohl ich glaube, das machen wir jetzt gleich. Und wir müssen noch einen Frosch fangen. Für diesen Trank, den die dazu bereiten, diese alten Leute, die komischen. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen, aber ich denke mal, wir können vielleicht mit dem Arbeitsauftrag den Baum fällen. Das wäre zumindest ziemlich cool. Hallo, Madam. Oh, hey, Graham. Jojo. Ich kann mir ihren Namen nicht merken. Ich weiß nicht, wie du dir das leisten konntest. Du kannst dir nicht mal eine vernünftige Rüstung leisten. So, den kannst du auf alles kleben, was du zerhackt, angehoben oder zerbröselt haben willst. Der Brösler macht den Rest. Schön. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zu dem Baum von Triumph? Fragezeichen? Ja. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt dann da wieder den Berg hoch. Das ist eine etwas mühselige Lauferei hier, aber das wird schon. Nein, diesmal laufen wir nicht darunter durch. Applaus, bitte Applaus. Ich habe es geschafft, mal nicht durchzulaufen. Ist ja auch mal was Neues. Ja, ja, Triumph, wir kommen. Dieser Sprung ist wundervoll. So. Fang schon wieder an.
Sömetö, ne? Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das jetzt klappt und dass das richtig ist und wir diesen Weg nicht umsonst gelaufen sind, weil sonst habe ich echt ein Problem. Da sind wieder die kleinen süßen Kanickelchen und sie laufen nicht mehr weg, wenn ich hingehe. Schmetterlinge? Ich glaube, es sollte ein Schmetterling darstellen. Ach, da laufen wieder die zwei Spinner rum. Ja. Ich weiß nicht, warum die mich an Turk und JD erinnern. Aber, ist nur so eine Ahnung. Also können wir jetzt... Hi, Triumph. Hier an den Baum. Achso. Triumphs Magen schien ihn in Schwierigkeiten gebracht zu haben. Ich musste ihn da runterholen. Okay, ich dachte, es passiert jetzt vielleicht noch irgendwas anderes. Aber dann werden wir das jetzt dagegen pinnen. Hopp. Und nu? Nee. Das möchte ich nicht. Das muss dranbleiben. Aber wie lange dauert das jetzt? Sollen wir denen jetzt Bescheid sagen? Wie? Oh, nee, oder? Wirklich? Ah. Alles klar. Kein Problem für den Brösler. Leicht verdientes Geld. Sehr schön. Triumph. Triumph. Hey, Kumpel. War das Steak gut? Ich weiß ja, du bist gerade erst aus einem Baum gefallen, aber da findet ein Tempoduell statt und ich... Hätte ich auch nicht besser sagen können. Los geht's! Gott, es ist so niedlich. Wie sind die denn jetzt so schnell hier rübergekommen? Ich habe heute schon Merkwürdigeres gesehen. Oh, beachte uns gar nicht! Wir halten uns nur in Form. Es ist mein Tag! Mein Name ist Larry, das ist Kyle. Graham, wissen wir! Wir haben dich beobachtet! Wir finden, du hast Potenzial! Wir unterstützen dich! Danke. Keine Ursache. Wir sind für dich da. Wenn du uns brauchst, ruf einfach. So, hey! Viel Glück bei den Duellen. Okay. Danke sehr. Ich finde sie trotzdem sehr merkwürdig. Oh nein. Das Tempoduell. Im Moment rast nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Nimm das. Kann ich irgendwie schneller sein als er? Ich kann nichts drücken, ich kann nur so laufen. In Ordnung. Dann laufen wir mal so. Hä? Aber ich kann nicht schneller laufen. Zweige! Was? Zweige? Oh. Ist er ein Arsch? Oh, ich hab vergessen, wo Y war. Entschuldigung. Das konnte auch wieder nur mir passieren. Ja, ja, schön und gut. Er sitzt da und schnarcht. Ja, ich hab verpatzt und vergessen, wo ein Y ist. Okay, ich hab's mir jetzt gemerkt. Ende. Von diesem Satz. Ja, aber ich habe doch Y gedrückt. Nee, jetzt echt? Oh nein. Es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir wirklich leid. Reaktionszeit gleich null wahrscheinlich. Schnarchnase. Einmal so. Einmal so. Aha. Alles klar. So geht das, Graham. Oh, Manni. Ja, und schon sind wir wieder. Nimm das, Gideon. Alles Klärchenbärchen. Wir sind jetzt das Hamster am Laufrad. Das bezweifle ich gerade so ein bisschen. Zweige. Zweige. Einziehen, Germain. Germain? Oh. Sherry, ich sehe nichts. Der kann sich unseren Namen aber auch echt nicht merken. Oh. Nach links. Links.
B. Nach rechts. Alles klar. Nach rechts. Hab dich. Links. Hab dich. Nach links. Alles klar. Ja, cool. Jetzt haben wir beide gewonnen. Oh, Triumph, Kyle, kommt zurück. Larry, Alarm! Eieiei. Alles klar. Ernsthaft? Das dauert doch Jahre. Ist das euer Scheiß Ernst? Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr in der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das. Die Flammen loderten vor mein... Oh nee, Ende. Von diesem Satz. Ja, langsam kann ich... Wir müssen es ihm zeigen. Ja. Also ich muss sagen... Hey, Whisper! Was versuchst du da Ich war für jetzt Tricks? Heute schon arbeiten. Ich nehme gerade am Abend auf. Ihr gewinnt das Rennen wahrscheinlich. Nicht. Ja, ja, B, B, B. Wenn ihr der Garde eure Legenden erzählt. Und sofort Y Was? Drücken, sobald ich sehe. Hey, Whisper schafft das. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Ich sehr gut, Graham. Was? Hey, Whisper schafft das. Oh, nee. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Jetzt müssen wir... Ja, auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Oh, er gewinnt. Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Oh Gott. Bitte nicht die ganze Zeit mit den beiden. Ich hoffe, dass wir Triumph gleich wiederbekommen. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Eigentlich ist es am besten, wenn er die Legende erzählt. Eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Ja? Kyle, wollt ihr wirklich so euren freien Tag verbringen? Also wir waren... Eigentlich... Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ja, wahrscheinlich rückwärts, oder? Ihr gewinnt das Rennen nicht. Doch, rückwärts. Rückwärts! Was? Hey, Whisper schafft das! Nee, nehme ich nicht. Ah, das, klar, das Pferd springt ja automatisch, ne? Wenn es ein Hindernis sieht. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Wenn wir jetzt die Legenden nehmen, ne? Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und... Kommt schon, jetzt müsst ihr... Hey, Whisper schafft das. Oh, ist das euer Ernst? Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Also im Rückwärts macht er ja keinen Sinn. Er kommt ja trotzdem weiterhin voran. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Nein, er muss Was? Doch... Nein, hey, das wäre doch meine Chance gewesen, oder? Wenn er Handstand gemacht hätte, wäre er doch runtergefallen, oder? Ja, im Handstand hätte er doch hier runterrutschen müssen. Kyle, wollt ihr wirklich so euren freien Tag verbringen? Also... Oh Mann. Ich denke, hey, wir werden Whisper. Noch eine Runde laufen. Was versuchst du da für Tricks? Handstand. Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Im Handstand. Auf euren Händen stehend. Was? Hey, Whisper schafft das. Oh, na klar. Mit Sprung sogar. Sicherlich. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Ja, ist jetzt eigentlich egal. Er kann... Eure Legenden erzählt. Es Wurst. Whisper schafft das. Wurst ist das. Sich das Elfenbeinmonster und Fletsch. Was? Hey, Whisper schafft das. Also ich glaube gleich 10 Minuten hier nur an diesem kleinen Level verbracht, obwohl das eigentlich noch eine Runde. Nicht hätte sein müssen.
Hopp. Wozu habe ich Triumph befreit, wenn wir Triumph gar nicht gebraucht hätten? Ich glaube, ich habe oben einen kleinen Fehler vom Spiel. Jedes Mal, wenn wir springen, oder eben war das zu sehen. So, im Handstand. Handstand. Ihr gewinnt nicht. Im Handstand. Auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Yes. Whisper bereut seine Entscheidung. Sehr gut, Graham. Ah, da bin ich leider echt nicht früher drauf gekommen. Wie gesagt, Beintraining. Ernsthaft. Whisper. Habe ich jetzt andere Möglichkeiten? Ihr gewinnt nicht. Rückwärts. Rückwärts. Whisper schafft das. Au, 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 au. So hilf mir doch jemand. Au, au, au. Wir schaffen das, Graham. Schau zurück auf dein Spiegelbild. Ernsthaft? Whisper. Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Das müsste doch jetzt eigentlich die... Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und Fletch. Das müsste doch jetzt klappen, oder nicht? Hey, bitte. Whisper schafft das. Nee. Ja, geht doch. Woo, Applaus. Komm zurück, Whisper. Bitte erzählt uns eine Geschichte. So Danke. Geht das, Graham. Oh, meintest du, ich mag Spiele, wo wir auf jeden Fall gewinnen sollen. Gut, Graham. Ja, cool. Na, Whisper, tut mir leid, weil er hat... Wir haben ihn die ganze Zeit rausgefordert und... Oh, der Arme. Weint ihr etwa? Was? Nein. Whisper. Das Gesicht, der Helm. Es tut mir leid, Graham, aber unter meiner Mähne der Vortrefflichkeit steckt ein Kerl, der vor allem allen davonläuft. Oh je. Kriegt euch bitte wieder ein. Wo sind meine Fans? Wenn ich siege, sind überall Fans. Sie liegen mir kreischend zu Füßen, wollen Autogramme und Handschläge. Wir können uns ein Autogramm besorgen. Hier sind keine Fans. Nur Frösche. Die Frösche werden mich lieben. Liebt mich, Frösche. Okay. Ich muss was fragen. Ich muss einfach fragen. Vielleicht bitte keine Fragen. Ich weiß nicht, ob du meine Antwort durch die Tränen hören könntest. Noch kann man nicht ganz gut verstehen, du muss ich hättest sagen. Verlieren können. Whisper ist kein Verlierer, aber alle denken das. Sogar Whispers Mama hat sie nach dem Rennen selbst gesagt. Oh. Okay. Kopf hoch, Whisper. Alles geschmeidig. Geschmeidig. Wen vermisst er? Ich vermisse dich. Weißt du? Dann gucken wir doch mal. Wir haben jetzt hier Achakas und Whispers Porträt. Ein Autogramm? Du bist noch Whispers Fan? Klar. Ich soll für immer dein Nachtschränkchen zieren. Natürlich. Tja, seine Fans enttäuscht man nicht. Hier, bitte. Für meinen Fan, Graham. Ja? Such stets das Abenteuer, dein Whisper. Herzlichen Dank. Danke. Das habe ich gebraucht. Hilfst du mir jetzt, einen Frosch zu fragen? Bitte lass mich noch die Möglichkeit haben. Hallo, Kleiner. Hallo. Hey, ja. Whisper. Könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper schafft das. Diese Drachenhüpfer haben gegen Whisper keine Geil. Chance. Alles für einen Fan, Freund. Freund und Fan ist okay. Will ich nur eins dazu sagen. Wir haben jetzt Triumph befreit und wir haben den Frosch bekommen. Sind wir gut? Und Mann, bin ich oft gestorben, zumindest vorher. Vielleicht, allerdings, Graham. Er kann endlich unseren Namen.
Ich muss was fragen. Das ging ja eben nicht, weil er so unter Tränen geweint hat. Ich muss einfach fragen. Habt ihr Spezialschuhe, mit denen man schneller ist? Aber ja, sie heißen Füße. Oder auch Treter, wie du willst. Dummkopf. Kann Whisper. Kann Whisper Liegestütze mit einer Hand? Whisper schafft das. Ja, cool. Bis bald. Gute Reise. Ja, dir auch so, ne? Tut mir leid um euren coolen Kumpan. Der war leider zu langsam. Whisper konnte ihn bekommen. Ich bin echt gespannt, was uns noch erwartet. Wir sind immer noch in Kapitel 1, wollte ich nur mal so anmerken. Also zum einen, weil ich halt denke, ich mega lahmarschig bin. Das ist, glaube ich, eigentlich auch schon jeglicher Grund, den man dafür braucht. Ich bin zu lahmarschig.